Herzlich willkommen in der Schützenbar. Mein Name ist Andy Wolwend und heute zeige ich der Hemingway Daiquiri. Es ist einer von diesen Drinks, wo man online ein bisschen unterschiedliche Rezepturen findet, was so die Mengenangabe anbelangt. Und auch wir werden heute nicht ganz die klassische Variante machen. Wir starten nämlich mit einem gereiften Rum. Original wäre ein heller Rum. Allerdings mit einem gereiften Rum bekommt man eine leichte Vanille- und Karamellnoten drin, was mir meiner Meinung nach im Drink ganz gut tut. Nehmen wir 5 cl. Zum Süßen nehmen wir ein Maraschino-Likör, von dem 2 cl. Als nächste Zutat brauchen wir Grapefruitsaft, von dem ebenfalls 2 cl. Und zum Schluss brauchen wir ein bisschen frischen Limettensaft. Da je nach Gusto 1 bis 2 cl. Frisch pressen. Von den Zutaten weiss das schon. Dann wird der Shaker mit Eis füllen. Und alles kräftig shaken. Und die uns den Drink doppelt abseihen, damit wir keine Eisstückchen im Glas drin haben. Und dekorieren uns das Ganze noch mit einem Limettenschnitz. Dann schneiden wir es uns in der Mitte anschneiden. Laser anstecken und fertig ist unser Hemingway Daiquiri. Cheers!